Moin moin und willkommen zu einer neuen Folge Panzermarsch bei Panzerkorps. Ja, wir befinden uns immer noch im DLC 41 und stürmen weiter auf die Metaxas-Linie ein. Und sind jetzt in der Runde 7 von 14, also hoffe ich, dass ich es in dieser Folge zu Ende bringen kann. Wenn nicht, ist irgendwas gewaltig schiefgelaufen. Das Wetter ist immer noch gut und jetzt ist erstmal der Zug der Griechen angesagt. Die machen aber gar nichts. Oh, dann haben wir den 14. April, 12 Uhr. Und das Wetter bleibt besser als vorhergesagt, das ist doch schön. Einige Einheiten, die erstmal auftanken müssen. Ja, der gute Pickett aus dem Strategicon Interactive Forum war etwas entsetzt, was ich mit seiner brandneuen Einheit angestellt habe. Es tut mir leid, wirklich. Das war nicht meine Absicht. Kommen noch nicht weit genug, ne? Da munitionieren die Jungs jetzt erstmal auf. Und die rücken nach. Eine feindliche Einheit, die ich allerdings potenziell umzingeln könnte, wenn ich erst das hier weggeräumt bekomme. Dafür wäre es potenziell sehr hilfreich. Ja, okay. Die erste Salve trifft die Flak. Dann haben wir hier das Aufklärungsgeschwader. Das trifft die Artillerie. Wo sind die flott bewegenden Gebirgsjäger? Ach, die haben gerade auch munitioniert. Okay. Die würden das Ding ausnocken. Wie würde es hier aussehen? Nee, es würde nicht tödlich enden. Sehr schön. Sehr schön. Es wäre natürlich toll, wenn man den Bunker noch geknackt bekommen würde. Um quasi um den Gegner herumzukommen. Und die dort einzukesseln und dann auszuschalten. Na gut. Kriegen wir den Bunker so ausgenockt? Nein. Würde der es schaffen? Hohe Wahrscheinlichkeit auch nein, aber die Flak ist ausgeschaltet. Wo ist denn unser letzter Zerstörer? Leider hier hinten, der kommt nicht bis dort. Das könnte die Lösung meines Problems sein. Nein! Ah. Ernsthaft jetzt? Mann, ey! So, das sind die Pioniere, die Artillerie, die Munition aufstocken. Und die Jungs dürfen halt die Metaxas-Linie besetzen. So. So gut wie eingeschlossen sind sie dann schon mal. Den Rest können wir dann gleich erledigen. Gut. Bleiben die Jungs hier. Die rücken jetzt eher vorsichtig vor.
die Artillerie mit Schwung vorrückt. Kampfgruppe Kleinmann hat noch ein paar Bomben an Bord. Davon werfen sie jetzt eine Ladung Schwung auf die Ortschaft. Können sie nächste Runde noch eine werfen. Kampfgruppe Mars wirft ab und wird ausgetauscht gegen die Jäger. Und die restlichen Jäger dürfen jetzt auch noch angreifen. Beziehungsweise die Jagdgruppe Alter Dessauer fliegt ihren Angriff hier. Ah, da haben wir die britischen Kommandos jetzt in Sicht. Und die Zerstörergruppe Roman fliegt hier den Angriff. Hier müssen wir wahrscheinlich einen strategischen Bomber vielleicht von der Kampfgruppe Mars drauf ansetzen. Gut. Mal schauen, was die Briten machen. Briten und Griechen wagen einen Ausfall. Und das war's dann auch schon so ziemlich. Gut. Der Gegner hier ist nicht unbedingt schwach eingegraben. Aber wir haben die richtigen Mittel, um auszugraben. Ah, nur hat die Artillerie nicht genügend Reichweite, ich dämlack. Das wäre doch mal eine Option. Damit ist der Feind ausgegraben. Niedergehalten. Geben wir den Bulgaren eine Chance. Und es wird kapituliert. So, sehr schön. Punkte für mich. Bunkerstellung weg. Panzer besetzt. So, die flitzenden Gebirgsjäger können schon mal nach hier unten. Ebenso diese Artillerie. Die Aufklärungsgruppe spart sich weitere Attacken. Kommt schon mal zurück, bevor ich sie dann noch vergesse und sie abschmiert. Jäger fliegen zum Ausbuddeln. So. Gleich nur noch Artillerie und die Gebirgsjäger. Oder vielleicht auch die Pioniere. Ah, die Pioniere schicken wir auch schon mal nach Süden. Können wir die Jungs hier ausbuddeln, denke ich. Sollte reichen, was ich da jetzt habe. Gut, dann holen wir uns jetzt mal das Städtchen hier. Mars fliegt dort hinüber. Schwerer Luftangriff Nummer 1. Schwerer Luftangriff Nummer 2. Schwerer Luftangriff Nummer 3. Jetzt liegen die Ziele im Prinzip frei nach meiner Wahl. Die Artillerie ein Stück vor. Das schaffen dann auch die Panzerjäger. Das hätten wir vielleicht andersrum machen müssen. Nee. Doof gelaufen. Hoffen wir, dass sie die Artillerie jetzt nicht wieder mal angreifen. Das ist mal wieder so ein typischer, dämlicher Fehler von mir. Und der Artillerie geht auch gleich die Munition aus. Sprit und Munition wird bei ihr langsam auch ein bisschen knapp.
So. Ganz langsam noch nicht. So, und schauen wir mal, wie es weitergeht. Bulgaren können sie so oft angreifen, wie sie lustig sind. Ah, schlecht Wetter. Nicht gut. Das kann ich absolut nicht gebrauchen, dass sich jetzt das Wetter verschlechtert. Das ist wirklich das allerletzte, was ich gebrauchen kann. Okay. Ach, die hätte ich besser auch munitionieren schicken sollen. Panzer hat er jetzt auch hier. So, die Gebirgsjäger rücken an. Und nicht mit der Luftwaffe hier den Gegner aus dem Weg geknüppelt bekommen. Leider immer noch nicht so recht. So. Sehr gut. Artillerie nachführen. Luftwaffe guckt immer noch ein bisschen dämlich aus der Wäsche. Was er jetzt tun soll. Gut. Gegner dort ist echt schwerstens eingegraben. Okay, einer dahin, einer dahin, einer dahin. Dahin. So. Irgendeine Einheit, die, ja, minimalen Schaden anrichtet. Ergibt sich. Juhu, 13 Prestigepunkte, immerhin. Und. Ja, mit denen müsste ich die eigentlich ausbuddeln können bis zum Matchende. Können wir die Artillerie nämlich auch hier herüberführen. So, dann könnte ich sich nämlich abwechseln. Gut. Das Wetter bleibt gut. Das ist sehr wichtig. Wir munitionieren hier mal die Artillerie auf. Der Rest hält sich bereit. Auch hier wird die Artillerie auch munitioniert. Panzer tanken. Überall wird aufgestockt. Sehr schön. Oh, sehr gut. Kampfkoppelmarsch schlägt sehr hervorragend, hat den dritten Erfahrungsstern jetzt gesammelt. Das geht bei strategischen Räumern immer relativ flott. Oh je, jetzt geht den Jungs sogar schon die Munition aus.
Pioniere rücken auch nach. Und die Artillerie kann hier nicht attackiert werden. Nächste Runde ist alles bereit zum massiven Angriff. Ja, das gibt leichte Verluste bei dem Grenadieren, damit hatte ich aber gerechnet. Na klar, jetzt wo die Luftwaffe und alles bereitsteht, verschlechtert sich schlagartig das Wetter. Versteht sich ja von selbst. Typisch. Gut, damit bleibt mir aber nur eine Möglichkeit. Hallo. Hallo. Mal die Artillerie ordentlich nach vorne. Aha. Die Chance der Panzerjäger wäre nicht sonderlich gut. Aber die Panzer müssen da weg, bevor sie noch mehr Schäden anrichten. Bringt nur leider alles nicht so. Ja, das Wetter wird bei mir auf jeden Fall weitere Schäden verursachen. Sehr ärgerlich. So. Hätte ich andersrum machen sollen, dann hätten wir wieder Panzerpingpong bekommen. Haben alle noch genügend Treibstoff, ne? Okay. Gut. Jetzt wird es doch ein bisschen knackig. Zwei Züge noch, um die ganze Stadt zu stürmen. Und das alles wegen dem Wetter. Okay. Hier machen wir den Anfang, weil die Einheit wird sich dann ergeben. Nein, ich habe vergessen nachzuziehen. Das könnte sich jetzt noch rechnen. So, die ergeben sich. Okay, machen wir da weiter. Perfekt. So. Egal. Zusätzlicher Schadenspunkt. Die müssten sich jetzt ergeben. Genau, wunderbar. Die Artillerie ist tief eingegraben, aber nicht im entsprechenden Verteidigungsmodus. Was machen wir denn da am besten? Die Flak ist leider zu tief eingegraben, um sie direkt rauszuholen. Sehr schade, die hätte ich gerne auch zum Ergeben gezwungen. Die Jungs hier können wir allerdings dazu zwingen, sich zu ergeben. Oder? Na, nee, eher doch nicht. Gut. Dann muss jetzt als nächstes die Artillerie hier dran glauben. Dann müsste jetzt die Flak fällig sein gleich.
Oh, nee. Also doch noch einen Treffer kassiert. Mann. Heute habe ich aber auch kein Glück bei der Sache. Gut. Okay, Jungs. Ausschalten. Sehr schön. Zerstörergruppe Akira. Ja, dort ist immer noch ziemlich tief eingegraben. Das wird noch dauern, bis wir den geschlagen bekommen. Der Rest fliegt jetzt massierte Luftangriffe. Machen wir das? Ja. Das Risiko muss ich jetzt mal eingehen. Oh, und hier klappt es ausnahmsweise mal. So. Sehr gut. Salven hat die Artillerie dort auch noch genug. Vielleicht noch nicht ganz. So. Aber damit haben wir davon auch schon mal genug. Alles sehr knapp hier gerade. Aber machbar. Stellt sich die Frage, wie läuft es jetzt hier? Oh, sehr gut. Ein Artillerietreffer, ein glücklicher. Noch ein guter Treffer. Die Bomber, Bomben auf Null. Der Feind hat keine Deckung mehr. Und wird von den Gebirgsjägern, vom 16. Gebirgsjägerregiment überrannt. Damit ist die Matilda uns sicher. Gut. Nächste Runde. Ernsthaft? Eine frische Artillerie? Ah, nice try. Gut. Als erstes. Aus. Wunderbar auf freiem Feld. Dankeschön dafür. Braucht ihr immer noch eine weitere Salve? Na gut. Ist nicht euer Ernst. Mach Platz. Uff. Flucht. Na gut, müssen wir die Verluste jetzt hinnehmen. Dann ist die Stellung geräumt. Du bist hier Regiment Schafe, schlägt zu. Das ist nicht zu knapp. Wir noch Truppen in Reichweite, um die Jungs dann da auch schlussendlich rauszuholen. Ja, haben wir. So. Gut. Davon lässt sich das Lehrregiment dann auch nicht mehr beeindrucken. Oh, plus 1 Bewegung für die Artillerieabteilung Erzgebirge. Das ist tatsächlich ziemlich gut bei Artillerie. Nicht ganz so gut wie erhöhte Reichweite, aber trotzdem sehr gut. Für gezogene Artillerie ist das wirklich gut brauchbar. So, Aufklärungsabteilung 3L.
Dann wurde das hier am Ende tatsächlich knackiger, als ich das ursprünglich geplant hatte. Ah, und da haben wir eine hübsche eroberte Matilda 2. Meine Güte. Knackiger, als ich gedacht hätte, die Mission. Aber schön, dass es am Ende funktioniert hat. Artillerie war hier enorm wichtig und das wird sich, denke ich, später bei anderen Maps, wo es vor allem um das Durchbrechen von dichten Verteidigungslinien geht, auch nochmal zeigen. Ich denke da nur an sowas wie Sevastopol zum Beispiel. Okay. Gucken wir uns das Schlachtfeld an. In Anbetracht des unwegsamen Geländes und der unschönen Position, vor allem hier, haben wir uns, glaube ich, ganz gut durchgeschlagen. Ich denke, am Ende lief es ganz gut. Und die Matilda ist natürlich eine schöne Sache. Und so sieht das tatsächlich auch die Kommandoebene. Griechenland ist damit im Eimer. Und als nächstes steht die Insel Kreta an. Und da brauche ich dann eure Entscheidung. Seeinvasion oder mit Fallschirmjägern? Ist natürlich mal ganz was Spezielles. Ein Fallschirmjäger-Einsatz, also mit Fallschirmjägern, das bedeutet, dass der Großteil meiner Infanterie mit Seglern abgesetzt wird. Mit, nennt man die Dinger nochmal? Jetzt ist mir tatsächlich der Fachbegriff dafür, also quasi Segeltransportern abgesetzt wird. Verdammt, wie heißen die denn? Lastensegler, genau, jetzt habe ich's. das ist natürlich nicht so ganz ungefährlich, aber ich denke, es könnte klappen. Fallschirmjäger kriege ich auf jeden Fall dazu. Mit ihnen rechnet auf jeden Fall keiner, aber ich kann alles über See verfrachten und hoffen, dass mich nicht irgendwo die britische Flotte auf See erwischt. Na gut. Eure Entscheidung und ich freue mich drauf. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Für Russen den Alpha-Tag.